Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und mit mir an der Seite ist natürlich wieder der Extrem zockt, Hallo. die liebe Ubi Hallo. und der, naja, Sponti. Warte mal kurz. Aua, okay, danke, das habe ich gebraucht. Aber da merke ich schon, er lügt, weil liebe Ruby geht ja schon gar nicht. Warum nicht? So, wir haben dezent Wir haben Besuch Besuch, bekommen. ja, und So, geht zwar. ruhig vor. Go, go, go. Ich sehe hier den Rücken. Leute, seid nicht feige, lasst mich hinterm Baum. Oh! Oh! Ich Oh! bin wieder hoch! Brennen sie alle nieder! Oh, sie ist so schön. What is love? Aua! Baby, don't. Oh Aua! Gott. Hau mich ab! Hau Dieses kleine Girl, ne? So, sie ist auf jeden Fall jetzt Kleines tot. Miststück, du. Diese Klang das nicht blöden nach viel Kreischer, mehr? ne? Ja, das war wahrscheinlich. Ach, da kommt noch einer. Och, die gibt Fett? Was? Die Kleine gibt Fett, wenn ich diese Axt auf. Alter! Den Arm zermatscht hab. Ehrlich? Hier draußen ist auch noch einer und macht unser Haus kaputt. Komm rein. Komm. Na komm. Wie ihr auch schon dezent seht, haben wir uns schon mal in der Nacht nicht nur Besuch gekriegt, sondern wir haben uns auch noch ein bisschen Werkzeug gemacht. Und wir wollten eigentlich ja ein bisschen looten gehen, ne? Sehe ich das richtig, dass wir das Haus komplett Hinter nochmal dir! verstärken müssen? Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, das Haus verstärken und vorübergehend diese kleinen Spikes machen. Ja, irgendwie sowas. Pass auf, Extrem. Die wollte ich gerade sagen, die holt schon wieder aus. Oh, ich treffe den nicht. Wer die Ruby oder? Ja, die Was? auch. Die holt auch aus. Immer. Ja, so sind wir hier. Gut, also wir wollen ein bisschen looten, ein bisschen Eisen besorgen, ein bisschen Lehm besorgen, das Übliche. Deswegen haben wir schon ein bisschen Werkzeug, aber das reicht ja nicht. Also, wenn das Werkzeug kaputt geht, können wir es jetzt gerade so reparieren. Wir brauchen also alles an Eisen. Das heißt, wir können die umliegenden Häuser hier looten, die Steine kloppen, die hier so sind und natürlich ein bisschen Lehm buddeln. Besorg gerade schon mal einen Stack Lehm. Ich kümmere mich erstmal derweil um Holz, um einfach mal die untere Schicht auch zu verstärken. Okay, Stimmt. ich gehe dann schon mal ein bisschen auf Eisensuche. Okay. Dann werde ich dann, nachdem ich Lehm besorgt habe, auch noch mal ein bisschen Holz besorgen, um Stacheln zu craften für das Haus. Grabe Ja. ich aber nicht ein, ich mache nur die einfachen Stacheln zum Hinsetzen. Das reicht ja auch erstmal, also würde ich sagen. Ja, für den Anfang. Klar, es geht natürlich immer besser. Erst später, wenn wir uns irgendwann mal ein eigenes Haus plus Mauer inklusive machen, können wir ja wieder die großen Woodlock-Spikes nehmen und davor, also die einbuddeln und davor ein, zwei Reihen von diesen dünnen Spikes davor setzen einfach. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Sicherheit. Aber erstmal heißt es hier überleben. Das klappt da bisher ganz gut, wenn man nicht gerade an einem Kaktus krepiert. Ja. Ich weiß gar nicht, wer so dämlich war. Ey, wie kann man so doof sein an Kaktus sterben? Ehrlich, Bitte. also, Das ist ja auch das so, als ist. wenn man beim Ei ausschlagen sich schneidet, ja? Ja, das hattest du mir doch noch erzählt, dass dir das passiert ist, Bondi. Ja, in der Tat ist es mir passiert. Das Ei hat zurückgebissen. Ja, das habe ich schon oft gehört, also. Die Evolution wehrt sich halt, ne? Ja. Also. Was war zuerst da? Der Finger ab oder das Ei? Ja, Ja, das ist das halt eine sind. wichtige Frage, existenziell sehr wichtig. Kennt auch jeder diesen Spruch, klar. Auf jeden Fall. Oh, das ist Zumindest eine jetzt. untouched. Jetzt nicht mehr. So. Oh, da lag eine Axt, eine 13er Axt drin, einfach so im Auto. Jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. So, jetzt habe ich den Hirsch gelegt. Wurde ja auch Zeit. Ja, ich bin auch gerade dabei hier, aber der will irgendwie nicht umfallen. Der hat bestimmt einen Godmode an oder so. Ah ja, der ist jetzt schon wieder ein bisschen zu weit weg, aber ich habe hier Steine ohne Ende. Oh, der drüber geschossen. Nimm gerade noch das Auto auseinander. Die Range ist bald auch wieder hinüber. Range? The Range? The Ja, Range is on fire. noch können wir sie ja nicht selber craften. So, ich meine, Naja. auf dem Weg hatte ich Kohle gesehen, aber ich nutze die Zeit auch und nehme Holz mit.
Ja, natürlich reicht es dafür nicht mehr. Rap und Rap. Das ja auch. So, dann besorge ich mal ein bisschen Holz und dann mache ich mal ein paar Stacheln. Jetzt sind wir zu nah ans Haus gekommen hier. Oh, hier ist noch ein Bär. Also, oh, Bärenfleisch wäre jetzt echt lecker. Ja, ich kann ja mal versuchen. Ja, genau, der am Kaktus stirbt, also. Will jetzt ein Bären liegen. Also es ist schon mal so, das dass genau ich schon einen Bär alleine gefertigt gemacht habe, ne? Tag 7 heute kommt und sage, Ruby, du machst das schon. Ja, wieso? Die kriegt das hin. Nö. Wir können es ja abwechseln. Ich mach die Tag 7 Horde und ihr macht dann aussteigend in der Reihenfolge die anderen. Genau, am Ende darf ich dann die Tag 70 Horde alleine machen, klar. Ja. Zum Beispiel. Ich finde das fair. Ich auch. Ich wüsste keinen humanitären Grund, der dagegen spricht. Leider habe ich jetzt keine Range mehr, deswegen haue ich das gerade mit der Pickaxe kaputt, damit wir hier Platz haben, um die Stacheln zu setzen. Aber ich habe eine Range. Ranch, gut. The ranch. I have a ranch on my farm. Jetzt ist zu spät. So, jetzt muss ich mich echt zurückziehen, weil der blöde Bär hier immer näher kommt. Ich denke, wobei, ich habe einen Plan. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. You have a plan? I have a plan. And that was the Fehler. Nein. Der 5-Jahreszeitenplan oder was? Genau. I have a dream. Was? Oh, the bear are coming and I kill him. Klar, ich komme ja gar nicht mehr hoch. Aha, das ist so toll. Jetzt weiß ich nicht, wo der Bär wieder ist. Ach, da ist er. Der Bär, das ist natürlich sehr gut möglich, Spondy. Von links nach rechts, von rechts nach links. Vom Haar den Honig schleckte er. Honig. Und zwar von deiner Leiche. Leichenhonig ist der geilste. Ist der einzige noch biologisch angebaute Honig. Richtig. Gut, ja, so allmählich sind hier mal die gröbsten Sachen weg vom Haus, dass ich auch mal anfangen kann, die Stacheln zu setzen. Dauert leider immer ein bisschen, dann kann ich schon mal ein paar Spikes machen. Ja, der Extreme braucht da immer ein bisschen länger für. Richtig. Ist okay. Direkt mal auf 100. Geht das 100? Ja, 100 kriege ich hin. Ja, war, hab sogar noch ein bisschen Holz übrig. Wie gnädig. Kann man dem Bär eigentlich davonlaufen? Wenn er stehen bleibt? Nee, ich meine, wenn er mitrennt. Irgendwann hört er auf, dich zu jagen. Nach 30 Sekunden so. Am einfachsten ist halt, den zu zweit zu jagen und immer hin und her zu schicken. Ja. Ach, da ist noch ein... Da ist noch was, was weg muss. Und was macht die Ruby gerade? Ich will hier hoch, um meine Sachen entleeren, also mein Inventar. Und ich komme hier nicht hoch, weil die Leiter ja weg ist und so. Dann craftet ihr doch eine. Ja, ich suche hier gerade die Leiter hier drin. Ey. Dingens. Er geht gerade ein Level nach dem anderen, also in irgendwelchen Skills. Damit ihr Bescheid wisst, der Bär ist tot. Boah, Tierquäler. Also ist er freiwillig von der Klippe gesprungen, anstatt dir in die Arme zu laufen. Okay, ich verstehe. Freiwilliger Selbstmord. Nein, ich habe ihn gekillt. Nein, ich gönn's dir nicht. Oder hat er Glasscherben gegessen? Kann das sein? Ja, das hat mal jemand gemacht, den ich kenne. Wir gehen da jetzt mal nicht weiter drauf ein. Nicht wahr, extrem? Irgendwas ploppt da auch gerade bei mir in Erinnerung hoch. Mit aus Versehen Gras essen? Gras essen, ja. Gras essen ist natürlich auch ganz gefährlich. Ja, Alu hat Spitzen. Richtig. Man darf Gras nicht unterschätzen. Das ist ganz gefährlich, Kinder. Auf jeden Fall. Heißt, wenn ihr Gras findet, dann seht ihr unten jetzt gerade meine Adresse eingeblendet. Schickt es zu mir, damit ihr euch mit diesen gefährlichen Stoffen nicht schädigt. Ja? Wird dann ordnungsgemäß vernichtet. Richtig. Oh Gott, das... Nach den Richtlinien der deutschen GmbH. Ja? Das ist eine Leitung von Sponti KKG und ein Sponsoring von Extreme Productions. Genau.
Ich bin ja auch ganz froh mit Ruby als mein Publisher, muss ich ja sagen. Genau, Ruby und die Nexus, Nexus GmbH sieht es eh nicht. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. Ah, es wird immer später und die Sprüche werden immer besser. Auf jeden Fall. Ja. So qualifizierte LPT-Partner. Einmal mit Profis spielen, ich sag's immer wieder. So, ich nehme das Auto jetzt auseinander. Ja, ich hatte keine Range mehr. So, ich habe das Gras jetzt drei Felder drumherum weggeschlagen. Das heißt, ich kann jetzt Stacheln setzen bis zum Abdinken. Wenn es, solange der Vorrat reicht. Nur also für Gras ist auf erstmal gereicht. Genügend da. Ja, ich habe 234 Mal jetzt gesammelt dadurch. Ja. Wissen wir ja schon, was wir heute Nacht machen werden. Wir werden in dieser Nacht dasselbe wie immer tun, Nexus. Wir natürlich werden versuchen, die Horde aufzuhalten. Ja, ja. Der Nexus und der Sponti. Okay, wie gesagt, es wird später und es ja wird nicht besser. So, ist das Auto weg? Ja, es hat sich in Luft aufgelöst. Oh, die Stacheln funktionieren. So, ja, wahrscheinlich werde ich auch gleich instant da durchlaufen. Wer kann noch ein paar craften? Sponti, hattest du nicht auch Holz gesammelt? Du brauchst noch Stacheln. Also ich bin gerade noch mit Woodframes. Nee, kein Thema. Ich kann, dann mach du da lieber die Wände dicht und alles. Und danach könntest du mir dann helfen. Kümmer du dich dann lieber mal um die Wand. Ich habe leider zu wenig Holz, sonst würde ich dir schon mal welche machen. Auch wenn ich ein bisschen weg bin. Aber dann könnte ich einmal kurz rumkommen. So weit ist es ja dann doch nicht. Ja, ich habe ja hier noch die ein oder anderen Bäume. Das klappt schon. Jetzt mit der Fire Axe geht das auch ein bisschen rasanter. Ja, ja. So, in der Zeit kann ich mich aber erstmal entleeren. Oh, schon wieder nicht dahin. Mein Gott. Also ich habe auf jeden Fall schon gleich 500... Nicht für dich gesetzt, ne? Ich weiß, es ist merkwürdig. Aber du musst nicht da drauf gehen, ne? Klingt komisch, ist aber so. Komisch. Ich habe auf jeden Fall schon gleich 500 Metall. Das ist ein Anfang. Sehr gut. Ja, und mit dem Ende, mit der Mitte. Ich finde das schön. Aber bei unserem Konsumverhalten in Sachen Metall und sonstiges, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Ja gut, ich richtig könnte auch eine Mine machen hier, weil ich ungefähr weiß, wo hier ein bisschen was zu holen ist. Zumindest wenn es noch so ist. Ja gut, wenn es noch so ist wie früher, dann kenne ich da auch einen Spot. Ja, unter der Erde. Aber hier in Neverscan ist ja überall unterirdisch etwas, mehr oder weniger, außer zerstört und in der Wüste. Das Problem ist, Batterie. Das Problem ist ganz einfach, dass man mittlerweile natürlich für den Stein abzukloppen natürlich extrem lange braucht, ne? Nicht mehr so, weil die Steinblöcke haben sie jetzt reduziert von 1000 Haltbarkeit auf 500. Das ist ja schon mal ein ordentlicher Anfang. Und jetzt, wo man auch höheren Damage bekommt mit jedem Mining-Level, heißt das, man baut es immer schneller und effektiver ab. Das ist gut zu hören. So, da wollen wir doch mal gucken. Na, was haben die hier gemacht? Ich sehe schon genau, wo ihr Problem liegt, Ma'am. Ihre Tür ist weg. Oh, das ist ja aber ein riesen Mammutbaum hier. Den fällen wir nochmal, dann reicht das, denke ich, mal an Holz. Ich habe gerade Woodframes gemacht. Wo sind die denn? Hast du sie vielleicht gegessen? Mysteriös. Ja, das ist die Frage. Achso, ja, da sind sie. Okay, ich hab sie übersehen. Ja, Woodframes sehen ja auch so aus, so wie Cotton. Die, das ist ja, ne? Na komm, ja, die nehmen wir noch mit. Ein Level gestiegen, Wahnsinn. Juhu, WZ. Danke, 10 Punkte, ich bin sogar 2 Level gestiegen. Dann verteile ich doch mal hier auf Tool-Smiting, damit ich direkt noch bessere Sachen machen kann. Aber danach gehe ich auf andere Dinge. Andere Dinge?
Ja, ich denke mal ein bisschen Mining, ein bisschen mal So, ich könnte jetzt schon die 9mm Round craften. Nee, noch muss das nicht. Also das ist Das habe ich mir auch schon gedacht. Deswegen mache ich mal noch weiter ein bisschen auf Waffen. Ich hätte rein theoretisch jetzt auch schon auf die Workbench gehen können, aber... Und wieso hast du das nicht getan? Weil aus vielen Gründen. Weil aus vielen Gründen. Das ist ein guter Grund. Richtig. Because is so. Yes. It's so, vollkommen richtig. Setz ich mal wieder Boy hin, wenn das dann geht. So, hier und da ein Bäumchen und hier und da. Machen wir nochmal 50 Stück. Nee, nicht 350, 50. Ja komm, 56, wenn das haben willst, dann halt so. Du lässt dich auch viel zu leicht beeinflussen. Ja, wenn das Spiel sagt, geht mehr, dann, ja. Dann riecht der Extrem das einfach mehr. Mit. Achso, der Hinterausgang, den Hinterausgang hätte ich, na gut, ich hätte den jetzt komplett weggekloppt, aber dann lassen wir den halt stehen. Jetzt sind sie halt hier vier breit, egal. Naja, das klappt ja schon mal. Aber ich bin auch fleißiglich am Reparieren. Wunderbar. Also, wer aus dem Hinterausgang rausgeht oder auch nachher durch den Vorderausgang, aufpassen dann, ne? Sonst tut's weh. Ja, daran denke ich bestimmt, wenn ich voller Panik vor 1000 Zombies weglaufe. Das ist das Erste, woran ich denken werde gleich. Also mit anderen Worten, ich renne erstmal einmal da durch. Und sterbst daran. Ja. Und während du da liegst, siehst du doch und spürst du gleichzeitig, wie Zombies dich fressen. Ein das geiles Gefühl. Genau, apropos Zombies fressen, das ist auch eine neue Animation. Wenn man jetzt von Zombies getötet wird, dann steigen die Zombies über die Leiche und fressen dich. Das ist auch neu hinzugefügt worden. Die steigen über dich drüber. Ja, und fressen dich. Sauerei. Ich bin nicht so benutzt. Habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen, das fiel mir jetzt gerade ein. Es gibt halt so viel Neues, dass. Ja, man muss dazu aber auch sagen, ich hätte der Nexus das ja erklärt. Ach nö, gar nicht wahr. Das war ja ein Kaktus. Stimmt, der Kaktus ist ja nicht über ihn gestiegen und hat ihn gefallen. Ach, das werde ich mir noch in 20 Folgen anhören dürfen. Hab ich was gehört? Was ist das? Hallo? Ma'am? Räuber Ottenknödel? Au! Ja, ganz schön effektiv. Hast du ja was richtig gemacht. Ja, aus mit der Garage, mit den einmal in seinem Leben. Die Tindewittler. Was? Oh! Ich gucke immer schon nach links, weil ich gleich denke immer, da steht gleich Extremist Die. Verdammter Mist. Ich wollte eigentlich eine Falle stellen für die Ruby, das hat gar nicht so geklappt. Ich bin eher da reingelaufen. Also funktioniert sie im Prinzip ja schon. Damit kannst du dich austricksen. Ja, das macht du schon läufst ganz so, alleine. Du läufst so bescheuert, dass das einfach nicht möglich ist. Angeboren, ja. Wow. Wahrscheinlich können dich deswegen die Zombies dich auch nie töten, weil die durchschauen das auch nicht. Nee. Das ist sehr gut möglich. Er hat das schon mal gesehen. Guck mal, Junge. Alter, komm, die fressen mal lieber nicht. Ey, ist das ansteckend? Ja. Halt typische Zombie-Dialoge halt, ne, wie man sie kennt. Ja, auf jeden Fall. Das war aber jetzt sehr unnötig von mir. Jetzt habe ich gut Gesundheit eingebüßt. Ja. Ja, du magst doch die Herausforderung extrem. Richtig. Ich sterbe ja nicht bei einem Kaktus oder so. Ja, haha, nee. Der Extrem stirbt meistens dann, wenn er Glas frisst. Aus Versehen, obwohl er was essen will. Ja, er dachte halt, Glas... Man sollte Glas und Essen nicht gleichzeitig nebeneinander im Inventar haben. Aber Glas ist in der Regel auch echt lecker, muss man ihnen Schutz nehmen. Ja, vor allem, wenn man instant stirbt. Da fällt mir ein, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Das sollte ich vielleicht nach der Aufnahmesession auch mal machen. Okay... Wäre eine Alternative, die Sinn macht. Bin nicht gerade durch die Stacheln gelaufen, nein. Nein, haben wir gar nicht gehört.
Stand nicht in der Nähe oder so. Ja, ja. Okay, langsam wird's knapp. So, mehr als 1080 Eisen konnte ich jetzt erstmal nicht holen. Oh, gehst du bitte nochmal los? Okay. Ja, das reicht ja fürs Erste. Na, für die erste halbe Stunde. Ich habe übrigens auch über... eine Menge Eisen. Ja, ich bin ja von der... Ja, nicht Wüste, ist ja nicht direkt hier, ne? Also das ist ja... Was ist das Haftland. Hier? Haftland-Biom. Nee, also das ist... alles, was über der Brücke ist, da hinten. Ja, das meinte ich. Ach so, okay, das nennt man dann so. Okay. Ja, wir sind ja im grünen Biom. Ja. Okay. So, von wo aus darf ich denn jetzt nicht reingehen? Das werde ich jetzt mal erforschen. Da, wo die Stacheln alle vor sind. Bist du wieder witzig, ey. Ich weiß. Oh, was ist das? Alter, extrem, ey. Kann echt nicht wahr sein, ey. Funktioniert die Stacheln, meinst du? Ja, wie kommen wir denn jetzt da rein, du Vogel? Ach, da. Ja, durch die Tür. Jetzt hätte ich nochmal schnell einen Code reinmachen müssen. So, ich bringe jetzt erstmal, sollen wir das Metall zum Aufwerten nutzen oder wollt ihr das oben in der Schmiede haben? Oben in die Schmiede, also hier... Erstmal sollten doch die doppelt aufgewerteten Woodframes reichen, oder? Ja. Gut, dann schmeiße ich die 1080 jetzt in die Schmiede rein. Ah, hier steht ja noch eine Spüle. Spawnt ja die Ranch. Verdammt. My Ranch, my Ranch, my Ranch is on fire. So, okay. Ich werde die Tür aber nochmal massiv aufwerten, glaube ich. Hol mir nochmal Forked Iron von oben. Tun Sie dies. Und zwar bitte jetzt. Das Ganze zum Folgenende hin. Wahnsinn. Ehrlich. Ja. So schnell vergeht die Zeit. Oh ja. Die vergeht immer ziemlich schnell bei solchen Spielen. Leider ja. Leider ist es so. Ah, es ist ja nicht die letzte. Nein. Nein. Wie, ich dachte, wir hören jetzt auf. Komplett. Wie immer. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Nee, gut, aber wir sind jetzt auch drüber. dann würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt hier mal. Und was wir in der nächsten Folge machen, werdet ihr ja frühzeitig sehen. Und die Kanallinks von den anderen sind natürlich wieder wie gewohnt in den Beschreibungen zu finden. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und auch einen Kommentar. Da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten, sag ich mal, sind wir raus. Ciao. Ciao. Ciao.